Grüß Gott, mein Name bei Ländle TV. Begegnung am Berg ist angesagt. Heute sind wir in Ludesch, nütze das. Eigentlich haben wir Velo von hoher Berg auf, aber wie es im Herbst ist, der Nebel hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir sind flexibel. Wir sind da beim Hängen der Stau und gehen auf der Hängen der Stau, aber nicht klettermäßig, sondern wir gehen hinten um über Sonnenberg, über nütze das. Gibt's eine wunderschöne Wanderung. Ich habe heute zu Gast ein Mensch, der in den Berg aufgewachsen ist. Es ist der Geschäftsführer von Ball Österreich. Servus, Andreas. Servus. Der Andreas ist der Chef von der Firma, die gleich da entfernt ist. Was ist das für eine Firma? Ja, wir sind der weltweit größte Getränkedosenhersteller als Konzern. Und in Österreich haben wir da einen Standort in Ludesch. Und da sind wir schon seit 12 Jahren mittlerweile tätig. Wie unschwer zu hören ist, bist du aus der Heimat vom Hubert von Goisern, aus dem Salzkammergut. Ja, das ist richtig. Allerdings komme ich nicht direkt von Bad Goisern. Ich bin in Gmunden am Traunsee bin ich aufgewachsen. Aber ist nicht weit weg. Ja, ja. Du, ich würde sagen, wir wandern jetzt da schön um. Schauen wir mal an, herbstlich. Ober Nebel, Hunde Sonne, perfekt zum Wandern. Was hast du für Ursprungsfamilie gehabt? Also ich bin aufgewachsen in sehr glücklichen Familienverhältnissen, muss ich sagen. Meine Eltern haben wahnsinnig auf uns geschaut, auf meine Schwester und auf mich. Ich habe eine ältere Schwester und eigentlich rückblickend haben wir alles gehabt, was man sich wünschen kann. Eigentlich. Wunderschön. Ja, wenn man das sagen kann, gell? Ja, gute Ausbildung und unsere Eltern haben auch geschaut, dass wir halt wirklich alles kriegen, was wir brauchen nach dem Leben. Also angefangen eben von der Ausbildung, auch von Umgangsformen und solche Geschichten, Werte, so alles passt. Ja, dann hast du die Schule besucht. Ja. Richtig. Und wie war denn der weitere Weg? Dann habe ich ein Studium gemacht, letztendlich in Leoben an der Montanuniversität, also Werkstoffwissenschaften mit Schwerpunkt Metallphysik. Und dann wollte ich natürlich auch ein wenig das Erlernte umsetzen. Und letztendlich hat es mich dann als erstes da in die Region verschlagen. Ich habe dann einige Jahre bei Hilti gearbeitet, in verschiedenen Funktionen auf verschiedenen Standorten. Darum kennst du im Ländli aus? Eigentlich seit 2000. Ja, mit Unterbrechungen, aber immer wieder da zurück. Ja. Gut, finde ich toll. Ja, beim Hilti und nachher? Und dann seit 2011 bin ich damals zu Rexam gekommen. Also das hat ja damals Rexam geheißen. Ja, die frühere Firma, ja. Und seit der Zeit bin ich eigentlich dort. Jetzt seit über 5 Jahren in der Geschäftsführung oder bin ich eigentlich der Geschäftsführer für den Standort. Und das macht nach wie vor einen Riesenspaß. Also eine Riesen sieht man dran. Es ist ja schön, wenn man der Arbeit Spaß hat. Ja. Absolut, es ist also nicht nur Spaß, es ist vor allem eine Riesenverantwortung. Und das sieht man jeden Tag, oder das muss man sich ja jeden Tag bewusst sein, dass man da eigentlich. Was ich dir auch ansehe, Humor ist dir wichtig. Gell? Ja, selbstverständlich. Also das ist, ich bin einfach der Überzeugung, dass es ein bisschen leichter macht im Leben, wenn man immer wieder mal einen Spaß hat. Mhm. Wichtig ist nur, dass man nicht über jemanden lacht, sondern mit wem lacht. Ich bin einfach der Meinung, es ist wahnsinnig ansteckend. Gemeinsam lachen macht Spaß. Und da gibt es immer wieder Gründe, in der Firma wie privat. Mhm. Was ist für dich Glück? Glück und Zufriedenheit, das hängt eigentlich sehr eng zusammen. Es gibt Dinge, das weiß man oft viel zu wenig schätzen, wie zum Beispiel Gesundheit. Oder auch innere Zufriedenheit, Ausgeglichenheit. Das ist, geht alles über in so Dinge wie Luxus, dass man Entscheidungsfreiheit hat, was man selber eigentlich machen will. Und dass man vielleicht, wenn man auf die monetäre Seite schaut, nicht immer überlegen muss, was man jetzt als nächstes macht und wie man sich die normalen Dinge im Leben leisten kann. Mir ist sehr wohl bewusst, das ist nicht überall so. Mhm. Aber das bedeutet eigentlich für mich schon sehr viel Glück und gibt dann Zufriedenheit. Schön da beim Känzele. Du, Kindheit. Hast du noch einen Held deiner Kindheit? Das hat ja jeder eben. Also ganz klar, wie ich ganz klar war es natürlich mein Papa. Das ist ja ebenso. Super. Aber es ist dann relativ schnell auf James Bond übergegangen. Echt? Ja, das war jetzt du mein Held. Immer noch? Das ja, ja, hallo, schön. Wir haben den gleichen Beruf gehabt, mein Vater und der James Bond. Ja, apropos Beruf. Was war dein erster Berufswunsch? Kannst du dich da noch erinnern, als Kind? Ja. Also ich habe eigentlich 2 Berufswünsche gehabt. Entweder Kapitän oder Polizist. Boah, ja, jetzt bist du Wirtschaftskapitän. Das hast du aber schon recht. Ja, kann man so sehen. Ja. Immerhin, du. Gibt es für dich eine Vorarlberger Spezialität, weißt du, kulinarisch, wo du gern hast? Ja, selbstverständlich. Ich glaube, Käsknöpfle, da kommt man eigentlich fast nicht drum herum. Also das schmeckt mir auch gut. Ja, ja, siehst du, aber toll. Mit wem tätest du gerne mal so einen Abend verbringen? Ich denke, also, wenn ich wirklich, wo ich großen Respekt habe, ist vor Personen, die eigentlich sich immer selbst durchgekämpft haben und die sehr viel erreicht haben. Und speziell zum Beispiel der Hermann Mayer, der war in meiner Jugendzeit wirklich ein Held, wo
Oder ist er wahrscheinlich aus meiner Sicht heute noch. Immer noch. Mit dem einmal reden, das wäre sicher interessant. Apropos Kindheit, du hast zwei liebe Buben. Wie heißen die und wie alt sind sie? Die heißen Adrian und Konstantin, ja, und sind 10 und 12 Jahre. Mhm. Und ja, du hast das eh schon gesagt, das sind ganz tolle Buben. Papa stolz. Selbstverständlich, ja. Machst du mit denen auch einmal Abenteuersachen, was Wald oder so? Ja, oder? Ich versuche ihnen das schon auch zu vermitteln, also dass es nicht nur Handys, Fernsehen und Computer gibt, sondern dass man natürlich auch viel in der Natur erleben kann. Also das, was mir auch gefällt, versuche ich ihnen auch näher zu bringen. Also das vielleicht mal übernachten im Freien oder eben eine Bergwanderung, mhm, oder am See natürlich fliegen, das versuche ich natürlich auch näher zu bringen. Wie erklärst jetzt du um den Salzburger Vorarlberg? Das ist meine Wahlheimat. Ist ein unglaublich spannender Mix zwischen wunderschöner Natur und aber auch leistungsstarken internationalen Betrieben. Und es ist einfach, es hat herzliche Menschen da und über allem ist es einfach lebenswert. Ein guter Partner, das ist beim eigenen Zuhause das Wichtigste. Perfekt! Jemand, der einen hilft, bis man wirklich am Ziel ist. Apropos, Raiffeisen erfüllt mehr Wohnträume als jede andere Bank in Österreich. Raiffeisen, meine Bank. Unverfälschter und reiner Geschmack. Qualität durch ausgesuchte Rohstoffe. Wir leben Tradition. Die Brauerei Frastanz. Du hast vorher schon gesehen, du bist der Geschäftsführer von Ball. Ja. Ball ist der weltgrößte Getränkedosenhersteller. Richtig, also ich bin Geschäftsführer von Österreich, muss ich zuerst mal dazu sagen, von der Ludesch GmbH. Und ja, die Firma Ball ist der weltweit größte Getränkedosenhersteller. Also wir sind mit Abstand der weltweit größte, also doppelt so groß als die Nummer 2 am Markt. Ja. Naive Frage, wie viele Dosen tun wir da am Tag abfüllen oder in der Minute? Oder? Also wir füllen keine Ahnung. Ab, aber hergestellt werden bei uns am Tag so um die 9 Millionen Getränkedosen. Boah. Und wir können in der Minute bis zu 8000 Dosen machen. Ah, Respekt, na Service. Und Ihre Lehrlinge? Ja, wir bilden zwei Lehrberufe aus, Elektrotechniker und Maschinenbautechniker. Mhm. Und aktuell haben wir 4 Lehrlinge und insgesamt haben wir so um die 200 Mitarbeiter. Tolle Firma da. Mhm. Wenn man jetzt da anschaut, das ist ja eine hochmoderne Firma. Seit wann gibt es die Firma da in Ludesch? Letztendlich ja, gebaut wurde 2006 und gestartet haben wir mit der Produktion 2007. Das heißt, wir sind jetzt so ca. 12 Jahre alt, mhm, da an dem Standort. Du, ich habe vorher jetzt mit ein paar Mitarbeitern, die ich zufällig getroffen habe, geredet. Also ich kann dir nur sagen, da ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Ich habe ja gesagt, wie sie mit dir umgehen. Also sehr wertschätzend. Wie machst du das? Boah, also da gibt es wahrscheinlich kein Patentrezept, aber du hast recht, es ist sehr wichtig, weil letztendlich, erstens mal ist es viel angenehmer, wenn man miteinander arbeitet, wenn man gut miteinander zurechtkommt. Führungskultur ist die Basis, aber der richtige Schlüssel ist, dass man einfach mit der Zeit geht, dass man immer flexibel bleibt, dass man überlegt, was sind die aktuellen Bedürfnisse. Als Beispiel, wir haben zum Beispiel Arbeitszeitmodelle angepasst, das sind so Dinge, das ist einfach in der heutigen Zeit auch notwendig und das schätzen auch die Mitarbeiter. Wenn man da anschaut, ihr seid natürlich auch umweltbewusst, weil ihr habt Bahnanschluss da. Ja, der Bahnanschluss im Prinzip ist für das ganze Industriegebiet, auch für unsere Geschäftspartner. Ein wichtiger Beitrag, dass man da, sage ich mal, Lkw-Transporte vermeidet, möglichst viele, und somit den CO2-Ausstoß auch reduzieren kann. Mhm. Nein, aber wir sehen jetzt ja, das ist ein aktuelles Thema. Die Wiese da rechts, die frisch gemähte, da hat man ja immer Mais abgebaut. Es geht eigentlich bei den Erweiterungsplänen, oder wie hat das, ja, Erweiterungspläne der Firma? Ja, also das ist wie gesagt nicht nur für uns, das ist gemeinsam eben auf diesem Sektor da mit unseren Geschäftspartnern.
Und da ist aktuell sicher eine ganz wichtige Diskussion. Es gibt natürlich einige Gründe, die dagegen sprechen, oder einige Ängste, die die Leute da haben. Und das wird aktuell sehr intensiv diskutiert. Letztendlich ist aber entscheidend, dass man wirklich die Für und Wider abwiegt und überlegt, was sind eigentlich die Möglichkeiten, was ist die Wahrheit und was haben wir auch für Konsequenzen, wenn das nicht passiert. Das ist ein Wachstum, das ist ein Wohlstandszuwachs, den wir uns hoffentlich alle wünschen. Mhm. Und wenn das da an der Stelle nicht passiert, dann wird das irgendwo anders passieren. Und dann lassen wir natürlich große Chancen aus im Zug auf wirklich Lkw-Transporteinsparung, Reduktion. Das ist eigentlich das Entscheidende. Wir können bis zu 8000 Transporte eigentlich im Jahr einsparen. Ja, da geht es um 6,7 Hektar. Mhm. Dafür werden ja 115 Hektar der Landwirtschaft dauerhaft gesichert. In meiner Brust schlagen auch zwei Herzen. Ja. Das eine ist das des Geschäftsführers von dem Industriebetrieb, auch Verantwortung, soziale Verantwortung für die Region. Aber ich habe natürlich auch ein grünes Herz, sonst würde man da nicht sitzen. Ich bin ja auch gerne in Natur. Ja, die Gemeinde ist natürlich für diese Erweiterung, hat da sachliche Gründe, glaube bei den Diskussionen. Das sind ja aber ihr auch objektiv, offen, so ist es, das wollen wir, die Folgen hat. Die Erweiterung wird kommen, die können wir auch nicht aufhalten, die können auch wir da nicht aufhalten oder in der Gemeinde. Und wenn wir hier nicht erweitern, dann wird man einfach eine Wahnsinnschance auslassen, sage ich mal, möglichst effizient oder umweltbewusst zu erweitern. Wenn man jetzt das noch einmal genauer anschaut, um wie viele Arbeitsplätze geht es, wenn man jetzt das machen würde, wie viele gibt es neue Arbeitsplätze? Wie gesagt, ich spreche da immer in Summe für den gesamten Erweiterungsprojekt, also es kommt eigentlich nur das eine mit dem anderen. Ja. Und in Summe sind das um die 100 Arbeitsplätze, von denen wir da sprechen, zusätzlichen Arbeitsplätzen. Welche Verpackungen stellen wir her da? Also wir machen Aluminiumgetränkedosen, das heißt letztendlich, wie du schon richtig sagst, das ist Verpackung. Und keine Verpackung ist immer das Beste für die Umwelt, aber letztendlich geht es auch nicht ganz ohne. Und worauf ich einfach stolz bin und was auch oft immer wieder zu kurz kommt, man muss sich einfach bewusst sein, die Aluminiumgetränkedose ist vollständig, unendlich oft recycelbar. Und das ist natürlich gerade in der heutigen Zeit schon ganz, ganz wichtig, wenn man immer die Diskussionen verfolgt, die gerade weltweit stattfinden bezüglich Kunststoff und letztendlich, was dann in unseren Ozeanen oder in der Natur landet. Aluminium, das eigentlich seit 1890, glaube ich, abgebaut wird, da hat man das einmal zusammengefasst und da befindet sich immer noch 75% im Umlauf. Wenn man es richtig eben entsorgt und recycelt kann, ist ein wertvoller Rohstoff, den man eigentlich nicht verliert. Der Rest ist halt leider irgendwo verschwunden oder falsch entsorgt worden, aber sonst kann man mal eine Getränkedose in der Hand halten und vielleicht ein paar Jahre später mit einem Fahrrad herumfahren aus Aluminium. Das ist eigentlich eine tolle Geschichte, das war mir jetzt auch nicht bewusst. Ja, das ist toll. Das ist oft wird das vergessen. Schau, Andreas, ich habe dir natürlich im steilsten Gelände einen Zaubersack mitgebracht. Und da Brötle, frische, wie du hast schon gesehen, Vorarlberger Küche magst. Ja, den habe ich dir natürlich einen Käse, den kannst du den da haben. Käsekaiser vom Vorarlberg Milch, dreierlei. Dankeschön. Das klippert nur so. Wow. Landjäger, ja, vom Broger und vom Bregenzer Wald. Und du hast am Klippern hast unschwer feststellen können, das Gelände geht immer. Jetzt kommt egal wo. Egal wo. Ja. Und am Schluss zur Abrundung haben wir natürlich vom Williams vom Pfanner. Zum Wohl, Andreas. Danke, gell, zum Wohl. Zum Wohl, ja. Jetzt habe ich aber auch noch was für dich, Franz. Oh. Und zwar habe ich noch ein kleines Mitbringsel von unserer Firma. Du weißt ja, wir sind ein Verpackungsmittelhersteller. Ja. Und nachdem super. Du so viel in der Berg unterwegs bist, haben wir gedacht, das kannst du brauchen. Danke. Das haben wir unseren Mitarbeitern kürzlich geschenkt. Das ist ein Aluminium, die Außenbox. Das ja, danke schön. Drin. Oh. Das sind Getränkedosen mit recycelbar 100%. 100% recycelbar. Super. Und ist einfach eine kleine Erinnerung. Ich hoffe, danke. Danke. Ja, und das, da gehen wir gleich, das gehen wir gleich da, Michael. Eins zum Trinken da. Eine gute Dose. Na gut. Dankeschön, gell, Andreas. Danke dir. Ja, liebe Zuseher, das ist jetzt eine Begegnung am Berg, vom wirklich steilen Berg, vom hängenden Stor da in Ludesch. Ja, ich hoffe, es hat euch der Beitrag gefallen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Nächste Woche wieder Begegnung am Berg. Das würde mich freuen. Bis dahin, hens fein, genießen's Leben.